Servus Jungs, wir quatschen mal ein bisschen über den Cosmos Support, der jetzt im Januar rauskommen wird. Fangen wir an mit der ersten Karte. Das ist ein, das ist Cosmos Tin Can. Ist ein Monster vom Typ C, Level 1. Sprich, man kann mit Teleport holen. Effekt wie die anderen auch. Du kannst dann einen Level 2 oder höher aus deiner Hand dann specialen. Sein anderer Effekt ist noch, du kannst einmal pro Runde in der Endphase, solange er nach draußen ist, kannst du drei Karten, Kosmokarten oder Monster. Kosmokarten sogar, sehr gut. Auf die Hand nehmen und der Gegner wählt dann eine davon aus, die nimmst du auf die Hand, die anderen beiden kommen in den Friedhof. Also ja? Unterschiedliche Namen. Genau. Ja. Richtig starke Karte, richtig guter Support. Ich denke mal dreimal ein Muss. Wie gesagt, ein Teleport super. Der bringt halt Speed rein. Genau. Und kann man noch mehr Kombos damit machen jetzt. Ja. Also sonst macht man immer nur Farm Girl Effekt und dann kommt Destroyer und Schuss und sowas. Aber jetzt mit dem Cosmo Tin Can kann man jetzt noch mehr Kombos machen. Wenn auf den was für Kombos dann irgendwas gemacht werden kann, man weiß es noch nicht genau. Muss man mal testen. Und sehr spielstark. Die Karte füllt halt den Grave. In Kombination mit den anderen Karten ist die noch gut. Ja. Das Gute ist halt noch wegen Reasoning, die ist auf Stufe 1. Jetzt hat man wirklich alle Sterne draußen und ja. Der Gegner weiß nicht mehr, was er sagen soll. Für Cosmo war es auch immer so, dass wenn man als Cosmo-Spieler anfängt, meistens nicht viele Optionen hat. Mit der Karte hat man wieder eine Option, dann gleich in der ersten Runde ein großes Monster rauszuholen oder in der gegnerischen Endphase ein großes Monster dann in so kann man auch, einfach zu geben. Also schon so kann man auch Teleport mal setten, ja. in der gegnerischen Endphase aktivieren. Nochmal was zu suchen, ja, dann nochmal den Effekt aktivieren, vielleicht Zimmer zu holen. Richtig gute Karte, also da freue ich mich drauf. Ja, die Karte finde ich mit Abstand am krassesten. Okay. Die anderen finden diesen Tinkern besser, aber ich finde die überkrass. Weil das Deck hat sowieso schon OTK-Potenzial, aber jetzt noch viel mehr. Also wieder diesen Effekt, banish nur einen größeren. Und einmal pro Spielzug zahlst du 1000 und du holst ein Psi-Monster. Cosmo-Monster vom Grave, einfach spezial beschworen. Es geht nicht in der Endphase oder so oder in Verteidigung, es bleibt einfach ein Angriff. Und der kann sogar sich selbst nochmal holen. Also noch mehr OTK-Potenzial. Mit Teleport suchbar. Mit Abstand beste Karten. Sehr gute Karte, ja. Sehr gute Karte. Ansonsten noch Level 3 halt. Bis jetzt gab es nur Farm Girl. Und der ist Dark. Also kann man noch mehr Plays machen jetzt mit Allure. Und bei Allure kommt jetzt meistens haben wir nur 3 Ziele. Mit dem neuen Sword Troopers haben wir jetzt noch mehr Ziele. Ist echt gut. Das noch mehr rausholen mit Cosmetown und so. Ja, ich finde die Karte eigentlich nicht so gut, weil das Ding ist, ja, wie oft hat man schon ein Psi-Monster, ein Cosmetown-Monster im Grave? Ja, mit dem Tinker, mit dem Tinker, aber wenn du den nicht hast vorher, ja, gut, ist ja auch nochmal. Ja, aber du spielst ja darauf. Also dadurch hast du ja dann wieder auch Kombinationen. Ja, auch selbst, wenn ja. Aber du kannst auch mal einfach mal überlegen, zum Beispiel, wenn du einen Strawman im Grave hast, holst du mit ihm einen Strawman, mit Strawman holst du dann wieder einen gebanishten. Ja, also... Du willst doch eh mit dem Reasoning. Hat auf jeden Fall... Reasoning sind doch die Monster im Grave. Reasoning ist ja komplett was gar nicht. Also... Wie kommt die mit Reasoning in den Grave? Mit Reasoning kommen die nicht in den Grave. Da kommt Reasoning kommen die Monster in den Grave. Hey. Fast immer kommt das Monster auf das Feld. Was für fast immer? Du hast von 1 bis 9 hast du jetzt alles. Die können das Monster kommt doch nur in den Grave, wenn er richtig redet, oder? Yeah. Du bist von 1 bis 9, wie soll er da richtig reden? Verstehst du? Das ist stimmt. Er meint ja links. Das wird weggeschnitten. Das wird gecuttet, oder? Nein, eben nicht. Auf jeden Fall. Nein, der Grundgedanke immer vom Friedhof spezial beschwören. Die wurden immer gespielt, immer. Nein, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial, aber ja, das ist keine Karte, die man dreimal spielt. Das ist kein großes Spiel, aber. Nein, die wird dann einmal. Die kommt auf der Stadt und einmal. Natürlich, die kommt endstrom. Du kannst sie noch raustaggen und den Fetten von der Hand holen. Kann ich ja mit der anderen auch machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Ja, ist eine sehr gute Karte. Teleport-Ziel, mehr kann ich dreimal, wie er sagt, ist viel zu viel. Ich werde einmal spielen. Hat auf jeden Fall Potenzial. Kann man auch viel damit anstellen. Nächste ja? Karte. Nächste Karte, Cosmo Delta Shuttle. Ein Level 5er, auch Dark Monster. 2000 ATK, 2000 Death. Hat den Effekt, also als Maschine hat den Effekt wie die anderen, wenn er zerstört wird, kannst du entfernen. Einen Level 4 oder niedriger vom Deck beschwören. Der andere Effekt ist, er kann einmal pro Runde ein Monster, also ein Cosmo Monster, glaube ich, oder? Ja, ein Cosmo Monster vom Deck auf den Friedhof legen und dann verringerst du die ATK des gegnerischen Monsters um die Sterne mal 100. Genau, ATK und Death. Ist ganz okay. Ja, okay, und ganz ehrlich, mit der Karte
wird immer auch ein Kombo-Potenzial dann mit den Troopern. Wenn man ihn rausbekommt, ja, dann ein Monster in den Grave legt, ein Ziehmonster, dann mit Teleport nochmal super holt, nochmal den Effekt erzielt, also da ist schon Potenzial da. Also wie man sieht, gibt es viele, viele Kombo-Möglichkeiten, ja. Auch mit der Karte. Ich würde sie bitte nur einmal spielen, muss man mal testen. Sie ist auch, noch auf 5 auch gut. Jetzt in Zukunft, wenn Infinity kommt, aber den Infinity hast du wieder eine Möglichkeit, noch einen 5er mehr, um drauf zu kommen. Ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so broken, sage ich jetzt mal. Nächste Karte, Cosmo Dark Eclipse. Auch Dark, Level 9. Der Unterschied zwischen dem und den 8ern und den 7ern, die wir haben, ist, dass er keinen, wenn er zerstört wird und entfernt wird, keinen Special vom Deck, niedriger, sondern er holt einen 8er oder niedriger vom Deck auf die Hand. Das ist diesmal anders gemacht worden. Schade. Schade. Wobei, vielleicht ist es ja, vielleicht wird es noch gerne, man weiß es ja nicht. War ja bei Destroyer auch so. Am Anfang war der Text auch anders, aber man weiß es ja nicht. Aber ich denke, das wird es wahrscheinlich so bleiben. Aber trotzdem, es ist keine schlechte Karte. Er kann auch nicht getargetet werden. Was er auch noch machen kann, ist, dass wenn du ein Kostenmonster entfernst, kannst du eine vom Friedhof, genau, kannst du dann eine Fallenkarte negieren. Ist okay. Ja, schauen wir mal, ob es in Zukunft überhaupt noch viele Fallenkarten gibt, die man negieren kann. Weil wahrscheinlich wird sich das alles auf Konterfallen jetzt spezialisieren. Ich würde es auf jeden Fall einmal spielen, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde die gar nicht gut. Also die negiert nur normale Fallen, aber... Und der holt auf die Hand. Zum Beispiel, dann ist wieder die Anfälligkeit da, wegen Rayo, Mistake vielleicht, sowas. Ich finde die nicht so gut. Wie findest du die? Also ganz ehrlich, Marisch hat alles im Mathe in den. Also ich finde die Karte echt okay, also einmal würde ich die auch spielen, allein nur wegen, weil es 3000er Beatstick ist, weil man hat nicht immer einen Destroyer auf der Hand. Kann auch nicht getargetet werden. Genau, kann auch nicht getargetet werden, das ist echt gut, dass es einfach nur ein bisschen mehr Angriff hat. Genau, noch Speed dazu hat. Reasoning auch mit Level 9. Genau, Level 9 und wieder neues, auch noch ein Ziel für Allure, weil ich glaube Allure wird jetzt brutal steigen. Also jeder braucht die jetzt einfach. Er ist unser... Nein, ganz ehrlich, ich schon den Kabel einigen mal. Ich schließe nicht Barbys Meinung an. Mhm. Ich finde die Karte echt nicht so gut, weil zum einen, ihr habt ja gesagt, alles unter Konterfahren, gegen was man das noch spielen, dass man sie in Main reintut und dass man sie als Speedstick rausmacht, finde ich auch nicht so gut, weil wenn sie geht, kriegt man nur auf eins auf die Hand und man hat nichts weg. Das heißt, wenn man sie im Mirror Match rausmacht und dein Gegner läuft mit Destroyer rein, du stehst leer da und dein Gegner kann weiter Max machen. Das ist halt so, Cosmo ist halt so wie AIDS, du kriegst es nicht weg. Wenn du den wegkriegst, ist halt hat er ein leeres Feld. Muss man nicht heißen, aber ist okay. Ja, können wir anschauen. Auf jeden Fall, nächste Karte ist eine Falle, sehr geil. Die beste Karte dieser Welt. Das ist richtig soft. Also ich bin ja sowieso, ich habe ja Cosmo mit Generation Shift gespielt. Ich auch. Ja, und mein Freund hier hat die auch. Und ich auch. Ja, natürlich auch. Und die Cosmo Joe, die ersetzt jetzt die Generation Shift. Ja, ist so ähnlich, ja. Weil sie so ähnlich funktioniert. Und das Effekt sagt, wir müssen einfach nur ein Cosmo Monster von uns targeten und zerstören. Und dann können wir eine Karte vom Gegner banishen. Das Krasse an der Karte ist, dass sie nicht zielt. Ja, vom Friedhof banishen. Achso, ja. Genau. Oder ich kann halt zum Beispiel vom Feld eine Karte banishen oder auch vom Friedhof vom Gegner. Also eigentlich einfach top. Ja, das heißt, man kann sie auch wie Generation Shift benutzen. Einfach nur, um was den Gegner zu entgehen, auch wenn er ein leeres Feld hat. Ja. Kann man einfach was aus dem Friedhof banishen, wenn es sein muss. Mhm, weil ja auch viele so jetzt auf Friedhof spielen, ja. Das Gute ist halt, falls er dein Monster irgendwie auf die Hand kriegen will oder ein Stack, das kostet Monster, chainst du dir an. Also es beschützt auch dein Monster. Das ist halt das Besondere eigentlich an der. Ja, Karte ist echt gut. Sie entfernt auch die Karte, also nicht nur Monster, auch die Karte ist gut. Man kann auch, agiert dann auch wie wenn du auch mal eine Scale weghauen willst oder so. Ja, weil dann werden sie ja nicht zerstört, sondern die werden dann entfernt. Sehr gut. Die hintere wegzukriegen, einfach noch mehr unter. Man kann die Karte zwar nur einmal Runde aktivieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine Super mit Farm Girl. Ist eine Einschränkung. Das ist sehr gut. Ja, das ist natürlich super. Ja.
Also sehr, sehr gut. Super mit Kosmos-Town, wenn sie zerstört wird. Nein. Doch, Kosmos-Town ist alles. Doch, Kosmos-Town ist alles. Also wenn Kosmos-Town zerstört ist, kann man auch die Karte suchen. Wird auch rausgeschnitten. Kannst du ruhig drin lassen. Ich hab gerade alles mit. Top-Karte, wie wir hier sehen können, ist Artwork. Ja. Ich glaube, auf jeden Fall dreimal spielen. Ich glaube, wir munkeln ja, dass es Dark Wird des Hand ist. Ja, sprich, er wird vielleicht ein bisschen aufkommen. Wir hoffen es, wir wünschen es. Cooler Support. Wir werden sehen, ob das reicht, um mithalten zu können gegen die ganzen Panel-Decks, die ja auch noch richtig Support kriegen, guten Support kriegen. Wir sind gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall, also ich bleibe bei Cosmo auf jeden Fall. Was sagen die Kritiker zum Support? Nee, also es gibt schon gute und auch richtig schlechte. Tati verteidigt immer alle, aber wollen wir schon bei den Fakten bleiben. Die ist eine gute. Wir werden sehen, wie die alle laufen. Es ist so wie gewesen, dass auch beim jetzigen Support, dass alle drei Strawman und sowas geholt haben. Und jetzt haben wir auch zum Beispiel nur einen Strawman gespielt. Mal schauen, wie es wird. Vielleicht spielt man auch eine Karte gar nicht oder manche Karten noch dreimal. Wir werden sehen. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribe unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Ja, leidet nicht.